gelandet in Hamburg und ich habe mir jetzt, muss ich euch unbedingt sagen, diesen Käsepudding geholt, weil von denen schwärmen ja alle meiner deutschen Follower und ich war schon mega gespannt. Den habe ich mir jetzt mitgenommen. Ja, jetzt geht's auf ins Hotel und dann werde ich die Anni treffen. Ich bin mega gespannt, was wir heute noch machen. Vielleicht irgendwas essen gehen oder so. Und morgen geht's dann eh schon früh los mit. Meine Zähne nicht wundern so. Und so gehen wir jetzt spazieren. Nein, so gehen wir jetzt nicht spazieren. Auf jeden Fall, ich gebe das jetzt gleich runter und dann gehen wir spazieren und holen jetzt an und die Maike ab, weil sie ist auch schon da. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Wie geht's dir so? Ja, sehr gut. Jetzt, wo ich dich wieder bei mir habe, wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Ich wollte jetzt gerade an auf Profi machen. Kannst du ja noch da ist. Hallo! Wir waren ja vor einem Jahr zusammen in Montenegro und jetzt da sind wir zufällig zum komplett gleichen Datum wieder vereint. Nachdem Fibo entfallen ist. Ja, wir suchen uns was zu trinken und dann irgendwas zu essen gefunden. Wir sind jetzt bei so einem Inder und das ist ein Lemon Chicken und es schaut so lecker aus. Wir sind bereit fürs Bett. Tada! Haben jetzt die ganzen privaten Geheimnisse gequatscht, weil wir uns schon so lange nicht gesehen. Nicht mehr geupdatet. Ja, genau. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt wegen morgen. Ich weiß auch noch nicht, wie die Kollektion ist. Und also ich habe schon Bilder gesehen. Normalerweise ist es immer so voll Überraschung und dann sieht man sie jetzt erst einmal beim Shooting. Aber von den Bildern her bin ich auf jeden Fall schon mal hin und weg. Aber es ist ja immer so eine andere Sache, wie es dann wirklich ist, wenn man es in der Hand hat und wenn man es anhat, wie es ausschaut, wie es sich anfühlt, ob es gut sitzt und so weiter. Jo! So schaut's aus. Übrigens, mein neuer Pyjama. Finde ich richtig cool. Jo, gute Nacht, Freunde. Der Sonne. Ich muss morgen um 6.45 Uhr auf und das ist in. Okay, es lohnt sich nicht. In 6 Stunden und 15 Minuten. Wie soll ich das schaffen? Ich schlafe so viel und alles vor 8 Uhr aufstehen ist so und so. Katastrophe, aber ja. Hilft nichts. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Also, ich habe ganz gut geschlafen, obwohl es ca. 700 Grad gehabt hat in unserem Hotelzimmer. Deswegen habe ich einfach meine Decke entfernt und habe nur mit dem Tuch geschlafen. Jo! Und jetzt heißt es fertig machen und schminken. Also wir müssen Make-up selber machen und sollen uns dann nur mehr retouchen lassen von der Visa. Aufklebt, also auf der Seite, also nicht aufklebt, weil die sind magnetisch. Ich bin eigentlich auch voll Idiot, wenn es um Klebewimpern geht. Und wie ihr mitkriegt, habe ich ja seit Corona keine Lash Extensions mehr, seit 4 Jahren und ich leide sehr darunter. Aber jetzt habe ich die perfekte Alternative gefunden. Und zwar gibt es da einen magnetischen Eyeliner-Stift und auf der kleben dann die Wimpern automatisch an. Das ist komplett weird. Also haltet echt perfekt und man merkt es gar nicht vom Feeling her. Ich werde jetzt auch direkt mal nachfragen wegen einer Zusammenarbeit mit ihnen, weil ich glaube, das ist für viele interessant. Bin auf jeden Fall begeistert. So, es geht los. Wir sind jetzt da beim großen Auto. Da ist die neue Kollektion drin. Maike sitzt da und diese beiden Girls, neu im Smiledogs Team. So, Anni motiviert, sie vloggt da. Wir haben heute einen Doppel-Vlog. Genau.
Okay. Wir sind alle einmal weg. Für Doppelunterhaltung hier, ne? Könnt ihr auch überall vorbeischauen, wenn ihr lustig seid. Und wir wechseln uns dann einfach ab, was das Reden anbelangt. So. Genau. Und ich stehe einfach in der Mitte. Weniger Arbeit. Na, Spaß. Ja, ich muss dann daran denken, dass ich auch mal runterfilme. Oh. Ja, schaut einfach, sie ist einfach ein Kopf kleiner als ich. Ich habe mit einem gesunden Frühstück gerechnet und dann war da das drinnen. Help me. Evie ist enttäuscht, Mike ist happy. Für den Lauch. Lauchenbrötchen. I'm in love. Ich brauche Proteine. Also jetzt habe ich zum ersten Mal Franzbrötchen probiert und ich muss sagen, nicht so geil. Aber... Nee, aber dieses ist auch nicht geil. Das Schoko-Ding ist... Normalerweise muss so ein Franzbrötchen so richtig schön glitschig sein und das ist trocken. Trocken ist nicht gut, Leute. Das muss feucht sein. Weisheiten von Anne-Kathrin. Willkommen in der ersten Location und wir sind jetzt auch vollzählig, oder? Sind wir vollzählig? Nein. Ja, stimmt, der Beat fehlt noch und Anna fehlt noch. Ja. Und dann geht's los. Okay, Leute, ich halte gerade das erste Outfit in Händen und ich habe jetzt nur mal den Stoff gefühlt und ich glaube, Smilox hat noch nie einen geileren Stoff gehabt wie den. Ohne Spaß. Das ist... Oh mein Gott. I'm in love, Leute. Oh mein Gott. Die Leggings ist vom Stoff her das absolut Beste, was Mylodox jemals produziert hat. Wirklich, ich bin voll begeistert. Ich bin jetzt gespannt, wann die Kollektion kommt. Das weiß ich nur überhaupt nicht. Aber werde ich da jetzt auf jeden Fall ein paar Einblicke zeigen. Und der Sport-BH sieht auch sehr gut und macht ein ziemlich gutes Dekolleté. Make-up fertig und ich bin sehr zufrieden. Ich zeige euch jetzt mal. Wir sind jetzt alle da. Michael, was machst du? Hi. Jeden Abend meine Festplatte. Wir bleiben da eigentlich. Ich bin immer am Essen. Ja, es ist auch bei mir am meisten so. Mal ja. Ganz im Schwarz und ich brauche auch noch die passende Jacke dazu. Es ist sehr warm. Was habt ihr so an? Blau? Blau. Sehr hübsch. Das passt auch. Mega. Ja. Ja. Sieht geil aus. Ich habe extra zwei verschiedene mitgenommen. Oh, Leute, so anstrengend. Wir müssen, glaube ich, 20 Mal drehen oder so. Und eigentlich habe ich Headrest, aber jetzt ist mein Booty wieder mal on fire. Ja. Wir sind so circa 8 Stunden auf der Location. Und dann Location-Wechsel in der Stadt. Und Leute, ich habe jetzt einfach mal Hunger, weil außer diesen hunderten Käsestangen da drinnen haben wir jetzt noch nichts gegessen. Ja, so schaut's aus. Stressiger Shooting, den ich halt habe. Okay, dann stell ich einmal kurz vor. Hallo, ich bin die Eva aus dem Team Smilerox und ich bin heute beim Shooting für die neue Kollektion und bin super
begeistert und freue mich, hier zu sein. Fertig an der Location. Tadam. Und Mike und ich chillen jetzt ein bisschen und ich habe einen Paprika dabei, weil ich einfach schon so Hunger. Wir haben jetzt endlich was zu essen bestellt, weil, wie gesagt, Hunger bei Dean und David, eine Bowl. Und dann geht's weiter mit Shooten. Und es ist einfach mega warmes Wetter heute, deswegen habe ich jetzt meine Haare so irgendwie jetzt mal gemacht. Wir haben jetzt wieder ein neues Outfit an und shooten jetzt noch 3 Stunden oder so. Ja, etwa. Und dann fliegen wir nach Hause. Dann geht's wieder nach da oben. Ja, auf jeden Fall, wir fahren zusammen zum Flughafen. Das ist auf jeden Fall mal cool, weil sonst bin ich mal allein. Bada bing, bada boom, Mr. Worldwide, as I step in the room. I'm a hustle baby, but that you know, and tonight is just me. An der nächsten Location. Wir sind jetzt am Hafen in Hamburg. Da unten ist das Wasser, aber da ist unser Essen viel wichtiger. Ich habe eine Crunchy Chicken Bowl. Bin gespannt. So, unser Essen schaut so lecker aus. Ich habe jetzt eben die Chicken Bowl von Dean und David. Das ist mega cool, weil das Essen kann man immer tracken. Hier kommen wir mal ganz hin. Oberkörper jetzt ganz close zum Oberkörper. Ja, echt schön. Ja, sehr schön. Weiter geht's und es ist warm und Uwe ist jetzt auch hier. Brav eincremen, immer brav eincremen. Ja, es ist so warm, echt. Letztes Outfit für heute in blau und dann geht's los. Wir haben jetzt schon mega Stress, weil wir müssen gleich los zum Flughafen und dann ist der Tag auch schon wieder gelaufen. So, wir sind fertig. Fertig, fertig, fertig. Also die anderen shooten noch. Yay. Und Mike und ich fahren jetzt gemeinsam zum Flughafen. Überbelichtung. Yes. Am Start. Und dann brauche ich mal ein Eiskaffee. Und das ist so. Wir sind jetzt im Taxi und ich glaube, ihr seht es eh. Wir schauen so fertig aus. Wir gönnen jetzt mal einen Apfel. Und bräuchte dringend eine Dusche. Und derjenige, der halt im Trailer neben mir sitzt, wird mir jetzt schon da. Leute, wenn die Sonnenscheine nach Hause fahren, fängt es da zum Schütten an. Das ist ein Zeichen. Also wir haben genau zur richtigen Zeit das Shooting verlassen. Total. Ich meine, eine Dusche würde uns, glaube ich, nicht schauen, oder? Aber, ja. Ich hoffe, wir sind jetzt schnell mal am Flughafen. Schnell einchecken. Ich habe noch immer keine Bordkarte. Ich mache mir immer so einen Stress, wenn ich irgendwie allein reise und dass ich irgendwas verpasse. Weil letztes Mal, wo ich da Shooting in Hamburg war, ich glaube, da habe ich keinen Vlog gemacht, oder? Ich habe doch einen Vlog gemacht. Da ist ja mein Koffer nicht angekommen. Dann ist mein Flug gecancelt worden, dann bin ich 2 Tage da festgegangen. Und am selben Tag habe ich dann auch noch meinen Freund verlassen. Das war ein super tolles Wochenende. Also, das Wochenende ist definitiv besser gelaufen. Und ja, bin zufrieden mit den Müllern. Und die neue Kollektion ist ein absoluter Traum. Jo, so schaut's aus. Ihr wisst es gerade so, ich weiß nicht mehr, was ich sagen will und sagen kann. So fertig bin ich gerade. Also ohne Spaß, aber wenn es so nach außen hin immer mega lustig ausschaut, sowas ist einfach total stressig. Und ich bin froh, dass ich gestern schon angereist bin und nicht erst heute in der Früh, weil das war beim letzten Shooting so, weil dann ist es echt mega zart. So, man schläft kaum, dann direkt shooten, ganzen Tag 10-mal umziehen und trainieren und das und das und das. Und ja. So ist das.
Auf jeden Fall, ich glaube, wir schließen den Vlog hiermit auch ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen, da einen kleinen Einblick zu kriegen hinter die Kulissen. Und freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen gebt oder auch nicht. Und mich abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und sobald ich Infos zur neuen Kollektion habe, weil da sicher einige Fragen werden, werde ich sie euch natürlich mitteilen. Mein Code könnt ihr euch so und so merken, der gilt immer, immer, immer. Und wenn ihr Bock habt, mache ich dann auch zur neuen Kollektion gerne einen Haul. Sagt mir doch Bescheid, ob ihr wieder so wie bei der letzten so einen großen Haul haben wollt. Dann mache ich das super gerne für euch. Sonst nicht. Und ja, Eva fliegt wieder zurück nach Österreich. Schön war es in Deutschland für den Antrag und hoffentlich bis bald.